Viele Gastronomen haben das schon vor uns gemacht, viele Kleinkunstbühnen haben es auch im Programm. Wir wollten uns der Sache anschließen und wir haben vor 2 Jahren, denke ich, ist es nun schon her, 2 fantastische Musikerinnen kennengelernt in Pulsnitz. Und ich habe die 2 Damen angesprochen. Wollt ihr nicht mal zu uns kommen, einen volkstümlichen Abend machen? Sie haben erst ein bisschen geguckt, dachten, ich will sie veralbern, weil 1,5 Jahre vorher, das ist eine lange Zeit. Aber wir freuen uns ganz besonders, dass sie heute da sind, die Rödertaler Stubenmusi, und mit ihnen heute das Oktoberfest gestalten. Wir wünschen viel Spaß, singen sie mit, sie dürfen auch tanzen, wenn sie möchten, und lassen sich das Essen schmecken. Wir haben uns versucht, etwas bayerisch anzupassen. Also viel Spaß mit den Rödertaler Stubenmusis. Bergwanderung in das Alpenland. Wir sind Sonnhild, sie spielt die steirische Harmonika, und ich, Monika, spiele die Mandoline. Wir haben uns ungefähr vor 3 Jahren in der Musikschule Großrörsdorf kennengelernt und haben mal gehört, wie unsere Musik gemeinsam klingt, und haben festgestellt, dass uns das sehr gefällt, und seit der Zeit üben wir gemeinsam. Wir spielen hauptsächlich Musik von Florian Michelbauer, der sich sehr für die Musik an der steirischen Harmonika stark gemacht hat. Thank you.
Land. Herzen erglühen, edelweiß blühen, vorbei geht's mit sicherer Hand. Ja, 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 herrliche Berge, sonnige Höhen, der Prager Tugend sind wir, ja, wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, der Prager Tugend sind wir. Hier da sind, sondern eigentlich zu dritt oder gar zu viert. Denn was wären wir ohne unsere Männer mit ihrer großen Unterstützung, die uns hierher fahren, die uns die Instrumente tragen und der Karl, der Ehemann von der Sonnhild, er spielt mit einigen Instrumenten und er unterstützt uns auch beim Singen. Hey Nachbarin, komm Handy bei mir ein und ruf ab bis zur Tor, denn heut soll's lustig sein. Hey Nachbarin, da ist doch nichts dabei, so gemütlich so wie heut. Als immer sein. Jawohl! Hey Nachbarin, komm, Handy bei mir ein und ruck ab bis zur Tür.